Apples. Ja. Der hat komische Hosen an. So, Hilfe! Hier! Mein Gott! Ja! Leute, verdammt. Okay. Ich muss nach Lechko. Ja. Mist, dass der sich so bewährt hat. Ja. Dein Radteil wird noch mehr gefahndet. Da, jetzt bin ich vorbei. Ja!
Kann ich mich mit der Wache unterhalten? Dorfbewohner, Dorfbewohner. Schloss knacken. Öffnen. Ich möchte hier auch nicht unberechtigt eindringen. Okay. Ja, dann warten wir mal. Ja, die Gaunereien müssen sein, müssen bleiben. Also, ne? Wir müssen es sein lassen. So rum. Schank mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Das ist Hinek, der Sohn des Gerbers. Wo kann ich ihn finden? Gute Frage. Er ist hier nicht oft zugegen. Gott sei Dank. Du könntest es beim Haus der Seinigen versuchen. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist, deshalb. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch. Aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Metze? Arbeitet als Zuba-Mädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Mach's gut. Jo. So, dann unterhalten wir uns mal. Adela. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen, Entschuldigung. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schild? Ich weiß nicht. Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du?
Dagegen gibt es doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er dann dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Dann ist Hinek eben seltsam und geht manchmal in den Wald. Na und? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf. Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Sowas. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Hey! So. Unterhalten wir uns erstmal. Guten Tag. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Was? Pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinek erwartet. Der Galgen. Es obliegt Herrn Ratzig, das zu entscheiden. Aber selbst wenn, würde Hinek bestimmt lieber hängen, als diesen Hunden in die Hände zu fallen.
Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wälderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Ich würde mit dir gern über deinen Hinek sprechen. Ich habe viel zu tun, also mach's kurz. Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? So viel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er es nicht, also wird er wohl zu den Bädern müssen. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt. Also Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Geh. So. Wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Warum habe ich denn keine Schaufel? Schaufel.